Aufregung um ein paar Rechtspopulisten. In Berlin-Prenzlauer Berg hat die islamkritische Partei Die Freiheit zum ersten Landesparteitag geladen. Der Versuch, Politik zu machen, endet für den Vorsitzenden René Stadtkewitz zunächst im Polizeimannschaftswagen. Der geplante Parteitag fällt aus, weil die Sprachschule, in der er stattfinden sollte, kurzfristig abgesagt hat. Angeblich wusste sie nichts von der Gesinnung der jungen Partei. Zuvor hatte ein zusätzlich angemietetes Hotel die Veranstaltung ebenfalls gecancelt. Die Rechtspopulisten wittern eine Verschwörung und vermuten, dass linke Aktivisten Druck auf die Veranstaltungsorte ausgeübt haben. Ich frage mich, wie weit gehen die Linksextremisten in diesem Land und wie viel haben sie schon zu sagen? Die sogenannten Antifaschisten sind längst zu den Faschisten von heute geworden, weil das, was sie tun, das sind faschistische Methoden. Anders kann ich das nicht nennen. Gut 50 Gegendemonstranten übernehmen mit Unterstützung der Dienstleister von Verdi die akustische Vorherrschaft. Die Islamgegner haben ihre Anhänger über die kurzfristige Absage des Parteitags nicht informiert. Etwa 30 Mitglieder erscheinen vor der Sprachschule. Nie wieder Deutschland. Wo leben wir denn hier? Meinen Sie, dass wir uns das bieten lassen müssen? Wir leben hier, es ist unser Land. Das dort ist alte SED-Manier. Und ich kenne die Typen. Ich habe die erlebt. Die sind zur Gewalt fähig. Am Ende viel Lärm um nichts. Die Freiheit muss wieder abziehen. Auf dem Landesparteitag wollte sie eigentlich beschließen, bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl anzutreten. Im Kampf um Zuhörer haben die Rechtspopulisten eine Lektion gelernt. Gegen den Lärm linker Demonstranten hilft nur ein geeigneter Veranstaltungsort.